Stilanalyse, ein mögliches Investitionsobjekt? Fragezeichen. Wir schauen uns gemeinsam ein Mehrfamilienhaus in der Nähe von Philadelphia an. Wir gucken uns an, welche Fakten zu diesem Haus bekannt sind. Ich nehme euch mit auf die Tour ins Haus. Am Ende schauen wir uns die Zahlen an. Was sind Kosten, was sind mögliche Einnahmen? Ist es ein Renditeobjekt oder nicht? Und geben wir ein Angebot auf dieses Haus ab? All das in diesem Video. Let's get into it. The Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Als Immobilieninvestor konzentriere ich mich auf den Großraum Philadelphia hier an der Ostküste der USA. Die heutige Folge ist sozusagen wieder aus der Reihe Deal-Analyse und wie eingangs schon erwähnt, schauen wir uns heute ein interessantes Mehrfamilienhaus hier bei Philly an. Der Deal, den ich euch heute vorstellen möchte, kam von meiner Maklerin, der wurde vorgeschlagen von ihr. Er ist direkt in diesem MLS, also in diesem Maklersystem, dem Multiple Listing Service, in diesem System aufgetaucht. Die Maklerin hat ihn für gut befunden, hat gesagt, das wäre was für uns, hat ihn direkt vorgeschlagen und uns einen Termin zur Besichtigung gemacht. Schauen wir uns den Deal bzw. das Objekt im Detail an. Zum Listing, also dem Exposé. Das ist eines der schlechtesten Listings, die ich je gesehen habe. Wir können uns hier das Listing gerade nicht anschauen, und zwar aus dem folgenden Grund. Der einstellende Makler hat, statt sich selbst zu kümmern, in diesem Listing, also in diesem Listing zu jedem Apartment dazu geschrieben, wer der Mieter ist und die Telefonnummer vom Mieter. Das heißt, statt sich selbst zu kümmern, kann ein Interessent ja die Mieter anrufen und sich das Haus angucken. Anderes Beispiel. Die Beschreibung war unter aller Kanone und sogar falsch. Also er hat gesagt, das Haus hat eine Ölheizung. Nee, ist ein Dreifamilienhaus, das hat drei Gasheizungen. Oder die Bilder, die waren unter aller Kanone, das waren drei super schlechte Bilder. Also wir schauen uns das Listing nicht an. Ich glaube, die Beschreibung von mir sagt schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Nichtsdestotrotz, das Haus von der Charakteristik her ist spannend und passt in unser Investitionsschema. Von daher schauen wir es uns an. Zur Lage. Das Haus liegt wie viele unserer anderen Objekte auch in Drexel Hill. Das ist ein Vorort von Philadelphia. Und Philadelphia liegt auf halbem Weg zwischen Washington DC und New York City. Also mittendrin, da ist Drexel Hill und da befindet sich das Objekt, was wir uns heute anschauen werden. Schauen wir uns die Fakten zum Haus an laut MLS. Und hier konzentrieren wir uns bewusst nicht auf die Fakten vom Makler, sondern das, was laut Steuerunterlagen und MLS bekannt ist. Weil auf den Makler, haben wir ja schon eingangs gelernt, können wir uns nicht verlassen. Was ist zum Haus bekannt? Also, es ist ein Triplex, das heißt, es hat drei Apartments, die auch eingetragen sind in diesem Haus. Es ist ein Wohnkomplex. Es ist eigentlich ein Sixplex, also sind eigentlich sechs Wohnungen, die genau aneinander liegen, aber jedes Haus ist getrennt. Von daher, es geht um das eine Haus nur und das sind drei Wohnungen. Baujahr ist 1940 und die Fläche sind 1780 Square Feet, was ungefähr 165 Quadratmeter sind. Aufgeteilt ist das wie folgt, und zwar gibt es ein Souterrain Apartment, also ein Keller, was ein Office war, glaube ich, vormals und auch jetzt als Wohnung genutzt werden darf. Es ist gezoned, also es ist so eingetragen, dass es so genutzt werden darf. Das ist faktisch nur ein Studio aktuell, also ein großer Raum, Küche, Bad und eben auch Heizkeller. Oben drüber die zwei Wohnungen, also im ersten und im zweiten Obergeschoss sind zwei Wohnungen. Und die beiden sind zwei Bedrooms und ein Badezimmer und beide sind deckungsgleich und haben Hardwood Floors, also schönen Parkettfußboden. Am Ende dieses Videos zeige ich dir alle Zahlen. Du erfährst, was wir für Kosten einplanen für dieses Haus, was die potenziellen Einnahmen sind und natürlich auch, was der Kaufpreis ist, den der Verkäufer möchte und den wir finden, der gerechtfertigt wäre. Ob wir ein Angebot abgeben? All das am Ende dieses Videos. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Haus an sich an und machen die Besichtigungstour. Auf geht's zur Besichtigung. Wie hier schon zu sehen, das Haus ist ein bisschen älter. Das ist das Apartment im Erdgeschoss, also Obergeschoss 1. Und ja, der Fußboden ist eigentlich in Ordnung. Das heißt, hier haben wir Teppich und unten drunter liegt wohl Hardwood, also Parkett. Die Apartments sind alle noch bewohnt und hier ist die Mieterin auch noch da und zeigt uns die Fenster, die alle mit Folie und Tape versiegelt sind. Also das sind normale Holzrahmen, einfach verglast. Und da vorne ist auch die Hauptstraße, also es ist ein bisschen lauter da, wo sie gerade hingezeigt hatte. Ja, aber sonst ist das alles in Ordnung, schaut auch super aus. Also ist gepflegt, das hat man alles schon anders gesehen. Hier rechts sieht man einen Einbauschrank. Ja, Wandschrank, alles da. Hier an der Wand, hier links oben jetzt im Bild, das sieht aus wie ein alter Wasserschaden. Und da ist noch die Frage, wie damit umgegangen wird, beziehungsweise was sich dahinter verbirgt. Also hier genau hier oben, da sieht man die Spuren.
Genau, und da hat sie nur erklärt, dass die Dame von oben drüber da wohl mal ein Abflussproblem hatte, aber das muss man dann nochmal genauer anschauen. Weiter geht's, zwei Bedrooms, also jetzt geht's erstmal hier in die Küche auf der linken Seite. Das ist noch die Original-Einbauküche, glaube ich, mit neueren Geräten, also neuer als Original, aber dennoch alt. Und die Waschmaschinen und die Trockner hier in der Küche, beziehungsweise alle Geräte, die kauft man hier im Normalfall als Hauskäufer immer mit und die stellt man als Vermieter seinen Mietern. Das heißt, wenn was kaputt geht, Waschmaschine oder Trockner, dann ist das im Normalfall das Problem des Eigentümers. Kleines Badezimmer mit so einer Einbaudusche, hier noch die alten Originalfliesen. Boden und an der Wand. Und das wäre jetzt ein Schlafzimmer. Und ja, da ist nicht viel zu sagen. Die Türen sind Holz, das ist nicht normal. Im Normalfall ist es Pressspan bzw. so eine Art Pappmaché, also diese Kleiderschranktüren. Und hier ist das zweite Schlafzimmer, was hier als Office genutzt wird. Und jedes Zimmer kommt halt mit eigenem Einbauschrank, also von daher braucht man eigentlich nie Kleiderschränke. Hier hat die Mieterin noch darauf hingewiesen, dass es aus der Nachbarwohnung komisch riecht und sie deswegen so einen Luftreiniger immer dastehen haben. Und hier war noch die Frage, dass die Wohnung ja noch einen normalen Eingang hat, aber das ist der Wandschrank und der normale Eingang zu dieser Wohnung, also der Haupteingang sozusagen, der ist hinter dem Vorhang versteckt, da hat sie ihre Haustür und sie hat es aber aktuell mit dem Schreibtisch zugestellt. Geht's ins Souterrain. Das war mein Office, aber auch hier sieht's aus wie ein Wasserschaden von oben. Das ist alles auf derselben Seite. Das muss man nochmal genauer inspizieren und das ist wie gesagt ein großer Raum. Hier eine Küche, die ist auch etwas älter, ein paar Geräte sind neuer. Aber ja. Hier haben wir nochmal alles übereinander gestapelt. Das ist Waschmaschine und Trockner gestapelt. Das ist Gas. Hier haben wir ein kleines Badezimmer, überall Radiatorheizung. Badezimmer mit Dusche. Nennt man dann Half Bath. Und da hier unten im Keller sich auch die Elektrogeräte befinden, wird es halt auch ein bisschen laut für ihn. Also hier sind zwei Gaswasserheizer und drei Gasboiler. Also der hier ist relativ neu, der ist von 2018. An dem anderen war kein Datum zu erkennen. Und jede Etage hat hier einen eigenen Heizer und somit auch einen eigenen Gaszähler, sodass das getrennt ist. Also nochmal durchzählen, drei Apartments, drei Heizungen, aber nur zwei Wasserheizer. Das heißt, das Erdgeschoss und das Obergeschoss teilen sich einen kleinen Wasserheizer und das zweite Obergeschoss hat einen eigenen Heizer. Hier hinter dieser Wand befindet sich der Elektroraum, also das Elektropanel. Das ist extra abgetrennt. Die Fenster hat der Mieter hier alle zugestellt. Und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die Elektroanschlüsse bzw. die Verteilersysteme da in dem Haus an. Das ist ein extra Zugang nur für die Hauselektrik. Die wichtigste Frage ist immer, ob das Knob and Tube ist, weil es so alt ist und in dem Fall ist das nicht so. Das sind neuere Verkabelungen, nur die Sicherungskästen sind etwas abenteuerlich, aber alles nach Code, also das ist nach Vorgabe hier. Das sind die Heizungen und Wasserheizer getrennt und jetzt schauen wir uns das zweite Obergeschoss an. Das hat eine ziemlich große Feuer-Rauchmeldeanlage für so ein kleines Haus, aber das liegt daran, weil das halt sechs Apartments sind und ein Doppeltriplex sozusagen. Auch hier schöne Küche, also die ist neuer gestrichen, die Geräte sind ein bisschen neuer, aber auch hier sind Waschmaschine und Trockner. So wie die Elektrogeräte alle im Kaufpreis enthalten, die werden mitgekauft. Also das ist der Originalschrank und da muss man eigentlich auch nicht viel machen, weil das ist recht gute Qualität. Auch hier überall Radiatorheizungen. Im Badezimmer wurde der Fußboden neu gefliest, aber die Wandfliesen sind dieselben. Und was hier auch spannend ist, das sind genau drei Litterboxen, also drei Katzenklos. Das roch aber nicht so schlimm, von daher war das eigentlich okay. Hier ist auch schön zu sehen, das ist der Parkettfußboden, also das ist echt Holz, das ist nicht Laminat oder sowas, sondern das ist noch das Original und hier sieht man noch einen alten Wasserschaden
von der Decke. Da wurde das Dach, glaube ich, neu gemacht, aber irgendwie haben sie drin nicht gestrichen gehabt. Aber so macht das einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch die Schranktüren und Wohnungstüren sind echt Holz, also das sieht ganz gut aus. Und hier sind auch, das Parkett ist nur abgelegt mit einem normalen Teppich wegen der Katzen. Und das sind eindeutig zu viele Katzen für die kleine Wohnung. Aber die alte Dame, ich glaube, da sind die Katzen sehr willkommen. Ich glaube, die nimmt irgendwie streunende Katzen auf. So hat es den Eindruck gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, aber ja. Dann wurde uns noch gesagt, dass es da wohl noch einen Dachboden gibt. Das wussten wir gar nicht. Deswegen schauen wir uns das mal an. Das war eine ziemlich steile Treppe. Und die Sachen, die hier oben liegen, sind eigentlich alles Schrott. Also das sind Sachen, die man sozusagen mitkauft, beziehungsweise man darauf bestehen kann, dass man es leer bekommt. Aber in dem Fall, also das ist alles wirklich nur, ja, war Müll. Aber ist alles trocken, sieht gut aus. Die Elektronik, die Elektrik da oben, das passt alles. Die Steine sind alle trocken, also keine Risse irgendwie, auch nicht das Dach undicht. Nichts feucht und nach unten war das alles gut isoliert eigentlich. Von daher steht das Haus in der Form eigentlich ganz gut da. Ist halt, wie gesagt, ein gewisser Wartungsstau. Die Heizung wurde nicht gewartet, die Rauchmeldeanlage wurde nicht gewartet. Aber so sieht es doch gut aus, oder? Das war die Tour. Nun zu den Zahlen und Fakten. Das Haus, wie es dasteht, kann mit diesen Mieten, die gerade eingenommen werden, aktuell nur gehalten werden. Also weder instand gehalten werden, noch entwickelt werden. Es kann wirklich nur gehalten werden. Zusammengefasst, im Keller dieses Souterrain Apartment, der Mieter, der Bewohner, der zahlt aktuell keine Miete, weil er hat ja auch keinen Mietvertrag. Im Obergeschoss 1 und 2 sind jeweils Mieter drin und beide zahlen jeweils $650. Also $1.300 pro Monat für dieses gesamte Haus. Das sind die Einnahmen, die der Verkäufer aktuell mit diesem Haus erzielt. Zum Kaufpreis. Beim Kaufpreis hat die eingangs bereits erwähnte Koryphäe vom Makler $295.000 angesetzt. $295, das ist übertragen auf die Square Footage $165 pro Square Foot in dieser Gegend. Der Medianpreis liegt aber nur bei 130 für ein Objekt, was in dem guten Zustand ist. Also auch hier schoss der Makler mal wieder weit übers Ziel hinaus. Also nicht qualitativ durch Leistung, sondern eher nur quantitativ. Die Leistung sei dahingestellt. Wir haben bereits Häuser in dieser Gegend, wir haben auch Mehrfamilienhäuser in dieser Gegend, deswegen können wir bei einer Kostenstruktur mit unserer Kalkulation auf Erfahrungswerte zugreifen. Und als Kostenstruktur stellt sich das Ganze wie folgt dar. Wir haben Steuern, Steuern sind öffentlich bekannt und für dieses Haus sind $6.194 pro Jahr. Für Müll und Abwasser, für drei Apartments muss man pro Apartment $450 rechnen. Das ist die Abgabe, die man in die Gemeinde macht. Das heißt, es sind $1.350 pro Jahr für Abwasser und Müll. Hinzu kommt noch eine Inspektion, die man jährlich machen muss, damit das Haus auch in einem vermietbaren Zustand ist. Das muss man auch an die Gemeinde bezahlen. Das sind nochmal $175 pro Jahr. Und eine Versicherung von $1.800 pro Jahr ist auch so ein Pi mal Daumenwert, den man ansetzen kann, was das Ganze halt an Ausgaben bedeutet. Und demgegenüber stehen natürlich Mieteinnahmen, wie eingangs schon erwähnt, von gerade derzeit $1.300 pro Monat, also $15.600 Mieteinnahmen. Nehmen wir jetzt die Kosten davon runter, $15.600 minus die Steuern, minus Müll und Abwasser, minus die Inspektion und die Versicherung, da bleibt unterm Strich eigentlich nicht viel, wo man sagen kann, dass man damit leben kann. Der Eigentümer hat das Haus wohl bereits abbezahlt und das ist der einzige Grund, warum sich das Haus für ihn trägt, weil alles andere wäre einfach nur finanziellen Genickbruch. Das wäre hoher negativer Cashflow. An eine angemessene und richtige Wartung ist natürlich bei einem negativen Cashflow nicht zu denken und das hat man dem Haus auch angesehen. Das Haus an sich steht gut da, aber die Mieter haben sich schon beim Durchgehen bei uns beschwert gehabt, dass die Heizung nicht richtig funktioniert. Dann war noch ersichtlich, dass die Mieter die Fenster abgeklebt, also mit Tape zugemacht haben, beziehungsweise mit Folie noch davor gemacht haben, weil die wohl zugig sind wie verrückt. Das heißt, einfach verglast zur Hauptstraße hin, laut und zugig und im Winter ist es gerade kein Spaß, wenn die Heizung auch nicht funktioniert. Das heißt, da muss man angreifen. Und wenn man das macht, kann man auch natürlich die Mieten entsprechend auf marktübliches Niveau anheben. Also erst muss man investieren und dann kann man die Mieten entsprechend anpassen und dann
passt es auch mit diesem Objekt von den Zahlen her. Und die Kalkulation für diese Zahlen würde wie folgt aussehen. Also an Verbesserungen wären Fenster, Heizung, Küche, Bad, da wären ca. 40.000 Dollar zu investieren, übers gesamte Haus verteilt. Und dann kann man auch die Mieten marktüblich anpassen. Das heißt, im Souterrain-Apartment wären 750 Dollar mindestens drin und im Obergeschoss 1 und 2 wären jeweils mindestens 1.000 Dollar pro Monat drin. Das bringt die Gesamtsumme auf 2.750 bzw. auf 33.000 Dollar pro Jahr an Mieteinnahmen. Das heißt, mit diesen Mieteinnahmen und mit dieser Kostenstruktur, wie vorher schon erwähnt, macht das Haus auch wieder Spaß. Bekanntlich liegt ja der Gewinn im Einkauf. Das heißt, der Kaufpreis muss das Ganze natürlich reflektieren. Wenn natürlich der Verkäufer und der Verkäufermakler einen Preis anvisieren, der das Haus in die teuerste Region der gesamten Nachbarschaft heben, in dem aktuellen Zustand macht das keinen Sinn. Das heißt, mit einem Kaufpreis von 130 Dollar pro Square Foot wäre dieses Haus natürlich wieder machbar. Aber das ist ziemlich weit weg von dem, was der Verkäufer fordert. Haben wir ein Angebot gemacht? Wenn dir das Video gefällt, lass mir einfach ein Like da. Du willst mehr Deal-Analysen? Dann schreib mir einfach Deals, D-E-A-L-S, als Kommentar unter das Video. Dann weiß ich, dass es in die richtige Richtung geht. Du hast andere Themenwünsche? Schreib mir deine Themenwünsche einfach bei Instagram, @thelucasshow. Und dann kann ich gucken, dass ich Themen abdecke, die genau dich interessieren. Fazit: Wir haben uns entschlossen, dem Verkäufer kein Angebot zu machen. Wir sind so weit voneinander entfernt, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, da jetzt ein Gespräch anzufangen. Wir haben ihm gesagt, was unsere Obergrenze wäre, wo wir anfangen würden zu reden. Natürlich haben wir auch dargelegt, warum wir da wären, wo wir wären. Wenn ihr die Kalkulation nochmal nachvollziehen wollt, ich setze sie euch als Link in die Beschreibung des Videos und da könnt ihr euch das Ganze in dem Tool nochmal anschauen, an den Zahlen rumspielen, gucken, wo es für euch Sinn macht und damit Erfahrungswerte sammeln. Wenn der Verkäufer mit uns arbeiten möchte und einen realistischen Preis haben will, dann kann er auf uns zukommen, wenn nicht, dann nicht. Wir werden das nicht bezahlen, weil das Haus reflektiert es nicht, die Mietsituation reflektiert es nicht und das ganze Investment bei dem, was er sich vorstellt, ist für uns nicht abbildbar. Von daher, diesmal gibt es keinen Deal oder er kommt noch auf uns zu. Werden wir sehen. Wenn du wissen willst, wie es mit diesem und anderen Häusern weitergeht, dann lass mir ein Abo da und drück auf die Glocke rechts unter dem Video, dann verpasst du keine Episode mehr. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.